Ey, erst vergessen. Heute gibt es ein weiteres Waffenreview und zwar zu den neuen Zion Arms Modellen. Wir haben insgesamt 3 verschiedene Modellreihen und in den Modellreihen nochmal verschiedene Farbvarianten. Und ich habe mir mal 3 Stück ausgesucht und die stelle ich euch heute vor. Wir haben hier einmal die Zion Arms PDW 9 in der 6 Zoll Variante, die Zion Arms PDW 9 in der 10 Zoll Variante und die M4 Variante auch in der 10 Zoll Variante. Aber was ist Zion Arms eigentlich? Die Zion Arms sind voll lizenzierte Waffen mit R&D Precision in Kooperation mit Lancer Tactical. Die werden dann von Lancer überwiegend gebaut, aber dann eben lizenziert. Das heißt, wir haben hier Vollmetall gefertigte Waffen, wir haben Vollmetall Buddies, wir haben Vollmetall Handguards, Vollmetall Stocktube, nur die Polymergriffe und die Polymerschäfte und die Magazine sind auch aus Polymer. Aber was ist denn jetzt hier neu? Das komplette Design ist ein neues Design, was wir so jetzt noch nicht hatten. Der Mündungsfeuerdämpfer, wie ihr sehen könnt, ist ja auch etwas spezieller. Aber im Gesamten sind es einfach neue Generationen. Denn wir sind hier auf Basis von der Gen 3 von Lancer Tactical. Sprich, wir haben eine V2 Gearbox verbaut, die Stahlgears intern haben mit einer 18:1er Übersetzung, 8mm Lager, eine Hop-Up-Kammer im Rotary Style. Die haben wir dann einmal hier und wir haben hier auch einen funktionierenden Bolt Catch, einen 6,03 mm Tuninglauf und natürlich auch einen Dienststecker. Und das Ganze mit der neuen Nebula ATU, die das Ganze im Ansprechverhalten einfach nochmal deutlich schneller macht. Aber gehen wir mal zur M4. Wir haben jetzt hier fürs Video die Version in grau-schwarz, wir haben das Ganze aber auch noch in ganz schwarz und in schwarz-gold. Wir haben ein Gewicht von 2,1 Kilo und eine Gesamtlänge von 68,5 bis zu 77,5 mm. Um den Akku einzulegen, können wir hinten die Buttplate vom Stock entfernen und kommen somit an den Stecker, der hier wie angesprochen ein Dienststecker ist. Das ist jetzt bei allen Waffen gleich, denn wir haben überall diesen Delta-Stock dran. Und hier können wir dann Stick-Type-Akkus unterbringen. Hier gehen auch größere Reihen mit, zum Beispiel 1450 mAh. Natürlich haben wir in dem Ganzen auch ein Federschnellwechselsystem, womit wir eben die Leistung anpassen können. Und das Ganze zwischen 0,8 und 1,6 Joule. Das Gehäuse ist aus einem Aluminium gefertigt, nämlich aus einem Billet Aluminium 7075-T6 in Flugzeugqualität. Und ansonsten der komplette Upper Receiver ist eben im Design von R&D Precision. Natürlich haben wir auch einen Flat Trigger, was uns das schnellere Schießen ermöglicht. Das Magazin im Lieferumfang ist ein Standard Midcap Magazin. Dieses hat 120 Schuss. Hier passen dann die Standardmagazine von Lancer Tactical oder auch PTS-Magazine und alle weiteren Standard-M4-Magazine. Der Riss vorne ist ein M-Lock-Design, das heißt, hier können wir alles anbringen, was das M-Lock-Herz begehrt, unter anderem auch einen schönen Griff. Aber auch Adapterschienen sind kein Problem, um weitere Attachments anbringen zu können. Aber M4-typisch, das kennt ihr ja schon, gehen wir mal zur PDW-Version. Ich nehme jetzt hier die längere. Ja, die PDW-Version. Im Endeffekt haben wir hier ein Gehäuse im 9mm Design mit einem Standard M4 Mag Release, der etwas verlängert ist, dass wir mit dem Finger eben super drankommen und Standard 9mm Magazine mit 120 Schuss. Auch hier haben wir einen funktionierenden Bolt Catch und von den Materialien sind wir hier in der gleichen Qualität wie auch bei der M4 Version. Auch der gleiche Schaft, was eben ein riesen Vorteil ist, denn die meisten PDW oder die meisten 9mm Waffen haben eben dann einen PDW-Schaft dran. Hier haben wir weiterhin den normalen Delta-Stock, was uns dann eben die Möglichkeit gibt, größere Akkus unterbringen zu können. Wie schon angesprochen, die 1450er One-Sticks zum Beispiel. Das heißt, es ist einfach nur Vorteile, die ihr damit habt. Und das einmal in der, wie gesagt, langen Version und in der kurzen Version. Und dadurch, dass wir überall 6,3er Tuning-Innenläufe haben mit eben diesem Rotary-Style-Hop-Up, haben wir auch echt gute Ergebnisse und auch eine echt geile Präzision und Reichweite. Aber was mir an den Waffen eigentlich am besten gefällt, ist das etwas außergewöhnliche Design. Denn der komplette Handguard ist wirklich in so einem Design, das hatten wir so bisher noch nicht bei einer Waffe, genauso wie der Mündungsfeuerdämpfer. Das ist einfach mal wieder ein bisschen was anderes. Und bei der kurzen Variante, bei der 6 Zoll Variante von der PDW, haben wir vorne am Handguard unten wie so einen angedeuteten Griff. Da haben wir jetzt kein M-Lock. Das heißt, hier haben wir schon echt eine gute Führung, dadurch, dass wir eben eine griffartige Struktur haben. Aber auch hier, Bolt Catch, funktional, die Standard 9mm PDW Magazine und auch Flat Trigger, also alles wie bei der großen. Aber ich gehe mal davon aus, ihr wollt alle wissen, wie das Ding schießt, deswegen sind wir ja auch da. Und ich nehme jetzt mal eine schöne NC-Star Optik zur Hand, pack die auf die Waffe drauf und dann bin ich auch schon bereit,
mit der Zionarms ein bisschen schießen zu gehen. So, beginnen wir den Schusstest mit der Zionarms. Für den Schuss habe ich mir die grau-schwarze Variante genommen. Gefällt mir einfach mit am besten. Ich habe hier eine Optik von NC-Star drauf gemacht. Und dann probieren wir mal, was das auf 50 Meter macht. Denn heute, wie bei der Seigo, schießen wir auch nur 50 Meter. Drin ist es saukalt und ja, 50 Meter konstant ist schon am wichtigsten. So, 50 Meter waren kein Problem. Wir gehen uns noch die Scheibe anschauen und dann gehen wir noch zum Chrono. Wie wir in der Scheibe sehen können, hat sie auch die 50 Meter echt super performt. Also für mich gutes Ergebnis. So, jagen wir die Zionauswahl noch durch den Chrono und schauen mal, was er an Leistung hat mit eingestelltem Pop-Up und 28er. So, wir kommen jetzt hier auf einen Wert von knapp 1,5 Joule. Also optimal für jedes Spielfeld. Zurück vom Schusstest. Die Waffe haben wir jetzt einmal schön getestet und ich kann sagen, für das, was sie kostet, finde ich sie ultra geil. Das Design ist geil und neu. Die Technik durch die neue Nebula ETU auch nochmal ein gutes Stück besser als vorher. Durch den 19.000 Umdrehungen Motor haben wir hier auch einen etwas stärkeren Motor, der eben auch gute Schussfolgen ermöglicht auf Semi. Und das ist einfach ein super geiles Gesamtpaket. Im Lieferumfang haben wir dann auch noch einen Speedloader und natürlich auch Patches. Demnach habt ihr eigentlich alles dabei, was ihr braucht. Natürlich Akku und so weiter müsst ihr euch noch dazu holen, aber das ist ja Standard. Aber was haltet ihr von den Zionarms Modellen in den vielen verschiedenen Farben? Mein Favorit ist einmal die grau-schwarze Version und die Chocolate-Variante. Aber ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was euer Favorit ist. Und wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns natürlich super über einen Daumen freuen, einen Kommentar, ein Abo und natürlich die Glocke aktivieren. Kostet euch nichts und hilft uns enorm weiter. Und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video. Haut rein!